Stimmt, das war ja mit den Hammer, das habe ich ganz vergessen. Hey. Was? Du. Sind das meine Schlüssel? Sorry. Können wir reden? Rede. Warum machst du das? Hey, sie kam einfach her. Okay. Ich glaube, sie weiß nichts von letzter Nacht. Letzte Nacht ist mir egal. Mir nicht. Welcher? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, wie gesagt, das mit dem Hammer, das habe ich ja komplett vergessen. Ich hatte erst so vermutet einen Biss, aber das hatte sich ja dann auch. Sie ist eine der besten Ärztinnen in Seattle. Und wie heißt er? Der Mann? Owen. Mel? Owen. Abby. Und der Hund heißt Alice. Ich mag keine Hunde. Wie kommen wir zu den richtig hohen Gebäuden? Die Brücke ist dort. Der Weg da vorne führt ins Zentrum. Zu den richtig hohen Gebäuden. Weißt du denn von da aus, wo es lang geht? Der Weg beginnt am Ufer des reißenden Flusses. Bring uns dahin, dann übernehme ich. Bringen uns diese Brücken wirklich über die Stromschnellen? Ja. Über alle? Ja. In nur ein paar Stunden? Ich lüge nicht. Okay. Okay. Ja, wie gesagt, ich dachte, es war ein Biss gewesen. Oder ich hatte zumindest so die Hypothese aufgestellt. Aber das hatte sich ja dann nicht bestätigt. Also stimmt, weil das war ja mit dem Hammer. Ich habe das ganz vergessen. Das war ja hier in der einen Sequenz. Da ist es. Zu dem Gebäude müssen wir. Hey, ich sehe es. Okay, schau mal, was wir hier rein. Die Sachen für deine Freundin nicht kriegen. Sie wird die Operation mit dem machen, was Owen da hat. Das wäre nicht gut. Meinst du, sie schafft es? Wenn wir die Sachen kriegen, ja, dann hat sie eine gute Chance. Hier ist nichts. Cool wäre es natürlich, wenn sie jetzt hier irgendwie so weggespült werden würde. Achso, hier kommen wir auch hoch. Wir schauen uns aber erstmal hier oben. Wusstest du, dass unsere Hunde Karten spielen? Ich bin 13, nicht 8. Du siehst aber aus, als wärst du 8. Finden andere Leute dich witzig? Nein. Was ist Compartment-Syndrom? Wenn sich in den Muskeln zu viel Druck aufbaut, kann das Blut nicht im Gewebe zirkulieren. Gewebe? Eine Art Haut im Inneren des Körpers. Woher weißt du das alles? Ich bin unter Ärzten aufgewachsen. Wie Mel. Die Tür verfehlt, ja. Shit.
Okay. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja, vielleicht bis alle auf Rüpp. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, was er jetzt sagt. Brauchst du Hilfe? Nein, sag ja nicht. Nicht ein Wort. Geh weiter. Sagt du unsere Gesundheit? Okay, die ist voll. Ah, schon geil hier mit der Strömung so. Schon geil gemacht. Gebäude kommen. Du warst schon mal bei diesen Brücken, oder? Ja. Meinst du, wir begegnen vielen Skars? Seraphiten. Ich weiß nicht. Würdest du damit klarkommen? Gestern ging's ja auch. Ja, aber wir haben dich gejagt. Ja, was das zu bedeuten hat, keine Ahnung. Okay, höher geht's nicht. Hier so eine Notiz. Wer auch immer ganz... Wer auch immer kommt, ist ganz egal, wer... Egal ob Wolfs oder Seraphiden. Oder was auch immer, rettet mich einfach wieder. Rettet mich... Ich tue alles, was ihr sagt. Ich zerschneide mir das Gesicht. Ich erschieße ein paar Fetra-Arschlöcher. Wen kümmert's? Ich darf hier nicht sterben. Ich will hier nicht sterben. Bitte helft mir. Bitte, sie werden mich finden und in Stücke reißen. Okay. Komplett ohne Satzzeichen. Das lässt sich immer ein bisschen komisch lesen, wenn... kein Komma oder sowas dabei ist. Achtung, das Glas. Ach, das ist ein Skelett. Ich war mir gerade sicher, sind das jetzt zwei? Jetzt verstehe ich das auch, wo das sagte, nein, das fasse ich nicht an, das ist aus der alten Welt oder von früher, weil der hier mit zu den Skars gehört oder gehört er, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich schätze mal, dass wir hier drüber springen müssen, bevor wir dies tun, werden wir, okay, können wir nicht.
Und hier? Auch nicht. Okay. Dann müssen wir rüber. Oh, Mist. Bist du okay? Alles gut. Sicher? Ja, alles gut. Oh. Na, auch am Anfang hat man so gedacht, dass sie vielleicht so der Anführerin des Ganzen ist. Aber ja, ist ja gar nicht. Ui, ich dachte, ich fahre jetzt runter. Sie führe dich. Wir nähern uns deinem hohen Gebäude. Da bin ich gespannt. Wir müssen wohl ein paar Umwege machen. Wie lange wart ihr beide auf der Flucht? 2 Tage. Noch eine PlayStation 3 hier? Keine Ahnung. Einfach weg. Sagst du mir jetzt, warum sie wirklich hinter euch her waren? Hab ich doch. Sie wollen einen Jungen töten, weil er sich den Kopf rasiert hat? Es war nicht erlaubt. Es ist eine Regel. Ich brach sie. Boah, wie krank ist das denn? Ich weiß nicht. Ganz schön Punkrock von dir. Punkrock? Ich habe das Gefühl, du hältst nicht viel von Regeln. Oh, das stimmt wohl. Weil das sich im Kopf rasiert hat. An das Mädchen nebenan. Wir sind Sam und James. Wir wohnen in Nummer 320. Wir wussten nicht, dass noch jemand außer uns hier ist. Wir sind in Ordnung. Ehrlich, wir lassen für dich etwas Frisches, also frisch gebackenes da, Sam. Danke für das Maisbrot. Meine Mutter hat gesagt, ich soll euch diese Flasche Wodka geben. Ich hoffe, er ist gut. Warum seid ihr nicht mit allen anderen im Bus weggefahren? Ich heiße Julia. Meine Mutter heißt Heidi. Julia. Wo hast du diesen Wodka her? Der ist super. Wir sind noch hier, weil wir ein paar Horrorgeschichten über die Übergangswohnungen gehört haben. Die Leute sind auf sich allein gestellt, rauben sich gegenseitig aus und es gibt Mord und Totschlag. Wir wollten es lieber hier versuchen. Sag uns Bescheid, wenn du oder deine Mutter irgendwas braucht, Sam. Danke nochmal, ich werde versuchen, noch mehr Maisbrot-Backmischungen zu finden. Das war die Wende. Nett von euch, dass ihr mir Hilfe mit meiner Mutter angeboten habt. Ich habe wirklich unter... Was? Achso, ich kann wirklich Unterstützung gebrauchen. Ich gehe jetzt auf Sammeltour. Heute Abend bin ich wieder da. Klopft einfach, Julia. Okay, wenden. Scars haben James gesehen, als er auf dem Dach gekocht hat. Sie haben ihn erschossen. Ich habe 2 erledigt, aber einer ist entkommen. Ich schließe unsere Tür nicht ab und lasse ein paar Vorräte in unserem Safe. Die Kombination ist in unserer Wohnungsnummer und dann deine Wohnungsnummer. Nimm dir alles und verschwinde von hier, Sam. Ich kann meine Mutter nicht zurücklassen. Ich werde unsere Tür verbarrikadieren und das Beste hoffen. Eure Sachen sind immer noch im Safe. Ich kann nicht gut zielen. Wenn sie hier reinkommen, werden wir uns einfach ergeben, Julia. Warte mal, steht nochmal die Wohnungsnummer irgendwo da? 100, also 302. Und
Und müssen wir bloß mal schauen, was das jetzt von der Wohnungsnummer ist. Ja, hier drinnen wird die nicht stehen. Ich will mich auch erstmal in dieser Wohnung umschauen. Ich dachte, ich hätte irgendwas auf dem Bett jetzt gesehen. Ich schätze, das ist die Wohnungstür. Boah, die haben noch eine Riesenbude hier, ha? Also so für mehr Familienhaus, sage ich mal so. Ach so, nein. Also müssen wir mal schauen, was das für eine Wohnungsnummer ist. Warte mal, das ist die 302. Die hatten wir doch gerade eben schon gehabt, oder? Also das ist doch... ja, 302. Die Kombination setzt sich aus unseren Wohnungsnummern. Warte, ich glaube, ich stand da die Wohnung drüber. Jetzt schaue ich erstmal kurz hoch. Okay, hier ist aber keine Wohnung weiter. Ich muss mal kurz lesen, gegenüber oder... nebenan. Das ist 302, ist 304. Kennedy. Ich weiß gar nicht, stand jetzt ein Name überhaupt da? Ich lese das mal kurz für mich durch. Stand jetzt nicht da. Also hier ist kein Nachname. Warte mal, er. James. Also 303, 304. Okay, dann mach ich mal 304, 303.